Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe von Meros was bekommen. Einmal ein Smart Wassersensor. Und einen Thermostat. Und zwar das neue Modell. Das ist das MTS 150H Thermostat, den haben sie verbessert. Den alten hatte ich nicht, aber ich kenne jemanden, der die hat bei sich verbaut. Da war die Steuerung noch oben. Hier haben wir dann das Touch-Display hier vorne. Und SmartSync. SmartSync, Google Home, Apple Home und Alexa natürlich. Ich werde es mit SmartSync und mit Alexa verbinden und wahrscheinlich auch mit Google Home. Ja, dass ich dann auch von unterwegs, weil die. Hey, Google geht halt schneller, als wenn ich in der Alexa-App bin. Deswegen. So, damit werden wir auch anfangen. Die haben auch bei Amazon, habe ich schon gesehen, Kits. Also ich bräuchte, könnten wir denn noch ein Vierer-Kit holen? Die haben so gerade im Angebot. Und dann könnte ich die ganze Wohnung smart machen. Vom Heizen her. Spart natürlich, kann man natürlich Heizkosten sparen. Und wenn die jetzt wirklich Alexa-kompatibel sind, dann kann man auch Routinen in Alexa einstellen. Zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Fenstersensor hat, muss ja nicht von Meros sein, kann ja auch von einer anderen Firma sein, dass der dann halt ein Signal sendet, ich bin offen, und in eine Routine bei Alexa eingestellt, wenn Fenster sagt auf, dann Heizung aus. So, Anleitung. Apple HomeKit. Ich habe die Meros-App ja schon drauf. Habe ja schon ein paar Meros-Produkte. So. Dann gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Ach, das ist der Smart Hub. Hier hat er dann USB. Wartet mal, ich mache euch mal ein Stück runter. So. Hier haben wir dann halt einen Knopf für an- und ausschalten, logischerweise. Oder verbinden, denke ich mal. Muss man erstmal gucken. Und hier haben wir dann ein USB, leider kein USB-C, sondern ein Mini-USB. Und dann haben wir hier, ich mache das mal hier ein bisschen beiseite, unseren Thermostat, der jetzt hier halt das Bedienfeld hier vorne hat. Hier. Okay. Das ist, denke ich mal, zum Verbinden. Jetzt kommt der dicke Kater. Gehen wir mal beiseite. Und hier das Schraubgewinde, was für Deutschland bzw. für die EU genormt ist. Ja, einfach nur ran. Ach, deswegen Putt. Ja, dann kriegen wir es auf. So. Und hier haben wir dann halt auch das vom Display abzumachen. So. Und hier kommen zwei große Batterien rein. Die werde ich auch gleich holen. Ja. Wir gucken uns nur an, was jetzt noch in dem Karton ist. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Ein Wandadapter. Das ist sehr schön, dass sie den mitliefern. Ganz viele sagen sich, ach, USB-Lichter, ja, hat ja jeder. Und Wandadapter hat auch jeder, braucht man ja nicht. Das ist schön. Hier ist dann der USB-Kabel. Ich weiß noch gar nicht, wo ich den hinmachen werde. Ich werde versuchen, dass ich den im Flur den Hub ranmache. Kann dann jeder Raum drauf zugreifen. Und von da aus bis zum Router ist auch nicht weit. Und da habe ich eine große Steckdosenleiste. Da ist schon ein Hub. Ne, zwei Hubs sind da schon dran. Ja. Dann haben wir hier noch weiße Pinöppel und Schrauben. Ich denke mal, das für den. Ne, dafür nicht.
Was haben wir hier? Ah, ich denke mal, das sind Adapter, die man dann praktisch gesehen, wenn das hier nicht passt bei eurer Heizung und ihr jetzt eine andere Heizung habt, könnt ihr das dann jetzt hier rauf machen. Wartet mal, ich schraube mal. Muss da vorsichtig. Ich hab's mit Schraubgewinden habe ich es irgendwie. Also das ist jetzt Schraubgewinde sind jetzt nicht so mein ist jetzt eher so mein Kryptonit, würde ich sagen. Wie ihr gerade mitkriegt. So. Dann schraubt man das hier so rauf. Ja. Und dann hat man hier dann praktisch ein anderes Schraubgewinde. Ja. Hier kann man dann auch variieren. So. Oder keine Ahnung. Und da ist immer noch den Platz für den Taster, wenn die Heizung dann halt so einen langen Taster hat oder so. So hätten wir dann halt praktisch so ein Modell. Ich würde es hier direkt dran machen, dass der Taster da direkt hier auf dieses schwarze Feld kommt und dass der reingedrückt und rauskommen kann. So, wir haben aber auch noch ein. Ich mache jetzt nur ansatzweise, ja, dann nochmal sowas, wenn ihr hier so ein größeres habt, wo ihr das denn jetzt so mit, achso, dafür sind die Schrauben, alles klar, wo ihr denn so befestigt, ohne Schraubgewinde, oder was haben wir denn noch hier, sowas haben wir hier auch noch, so ein Adapter, wenn ihr so etwas Sternförmiges habt, oder nochmal ein Adapter, wenn ihr, oder hier, wenn ihr so was Langes habt, oder hier, wenn ihr sowas habt. Also sollte eigentlich für jeden was mit bei sein. Ich werde es auch gleich anbauen. Ich muss mal gucken, ist das locker bei mir oder muss ich da festschrauben? Ah nee, ist relativ locker. Okay. So, dann packen wir das alles mal wieder weg. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Aber fürs Hardware-Video brauchen wir ja den USB. Wenn wir das gleich das erste Mal benutzen werden, wie gesagt, ich werde dann halt Batterien reinmachen. Wir werden uns das hier angucken und wir werden das natürlich mit der Meros-App verbinden. Und gucken, wie das alles funktioniert und wie das aussieht. Hab auch hier, wartet. Ich habe einen älteren Stecker, nämlich ältere Steckdosenleiste. Das ist ziemlich alter. Wie halte ich denn für so eine Fälle hier? Das ist noch von DDR-Zeiten. Von meinem Papi. So, aber nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Für das Unboxing reicht das, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.